Wir wissen, dass Naturzerstörung eben zur Zerstörung von Lebensraum führt und dass sowas Pandemien mit befördert. Und mit diesem Wissen müssen wir jetzt einfach stärker handeln. Das haben wir im Weltbiodiversitätsrat in dem ersten Bericht schon angelegt gehabt. Jetzt ist das aber nochmal ein echter Weckruf, dass man mehr machen muss, wenn man zukünftig Pandemien vermeiden will oder jedenfalls beitragen will, sie möglichst zu vermeiden. Und es ist nicht so, dass das nur ein Problem anderer Länder ist. Unser Lebensstil trägt ganz maßgeblich dazu bei, wenn man sich einmal anguckt, einfach nur, wie wir unsere Agrarlandschaft sozusagen, wie wir da arbeiten. Die 8 wichtigsten Importagrargüter, wenn man das umrechnet, was die an Fläche brauchen, sind es 50.000 Quadratkilometer. Das heißt, das sind 13% der deutschen Fläche, die wir aber auf andere Länder verteilen. Also das, was wir hier an Soja, an Palmöl hereinholen, führt in anderen Ländern eben zu deutlichen Naturzerstörungen. Es wird auch weitergehen, wenn wir nicht irgendwie umsteuern, und wir werden mehr dieser Pandemien haben. Ich denke, Vorsorgeprinzip ist eine ganz wichtige Komponente. Wir müssen einfach proaktiv sein, um sozusagen ja als den Impfstoff in der Natur zu finden, sprich uns selber zu impfen, indem wir einfach diese Natur anders behandeln. Und schließe die Pressekonferenz. Bleiben Sie gesund.